Leider schätzt der kleine Kobold Pumuckl Ordnung gar nicht. Und darum hat er auch was gegen die gute Frau Eichinger, die immer beim Schreinermeister Eder putzt. Er hat sich aber inzwischen mit ihr abgefunden und versteckt ihr nur noch in Ausnahmefällen den Putzlumpen. Wenn sie da ist, verzieht er sich einfach hinter einem Bretterstapel, hinter den Frau Eichingers Putzeifer niedringt. Aber wie ach so oft, wenn man anfängt, sich an jemanden zu gewöhnen, passiert etwas. Die Frau Eichinger brach sich den Arm und konnte etliche Wochen nicht kommen. Das hat den Meister Eder hart getroffen. Er fragte überall herum, ob nicht jemand aushelfen könnte. Er hatte Glück. Eine Frau Singermeier erbarmte sich und versprach, am nächsten Tag schon zu ihm zu kommen. Der Meister Eder war von Herzen froh und hat selbstverständlich dem Pumuckl vorher gut zugeredet. Ich bitte um eins, Pumuckl, vergraul mir nicht die Frau Singermeier. Ich bin ja so froh, dass die sich aushilfsweise erbarmt. Ich bin kein bisschen froh. Um mich erbarmt sich nämlich nie jemand, wenn ich vor lauter Sauberkeit immer an grässliche Einzelmännchen und Gartenzwerge und solche Sachen denken muss. Ja, und an den Dreck denkst nicht. Und an mich. An dich denke ich sehr oft. Ja? Manchmal denke ich auch an Hobelspäne, aber an Dreck. Nein. Ich glaube, dass Kobolde nie an sowas denken. Aber ich, und zwar mit Grausen. Ich denke an Katzen so? Mit Grausen, ja. Und an, das habe ich ja schon gesagt, ja, an Heinzelmännchen. Und eben mit Grausen an Putzfrauen. Aber geh. Aber, weißt du was, wir denken mal beide nichts. Du nicht an den Dreck und ich nicht an die Putzfrauen. Aber Pumuckl, das nützt doch nix. Wieso? Die kommt jetzt dann und ich will, dass du die Frau in Ruhe arbeiten lässt. In Ruhe arbeiten, das geht ja überhaupt nicht. Entweder man ruht, dann arbeitet man nicht, oder Nein. man arbeitet, dann ruht man nicht. Na ja, ich meine, in Frieden sollst du die Frau lassen. Und wer lässt mich in Frieden? Niemand. Es wäre ja ein solcher Friede hier. Ich würde ein bisschen den Staub wegblasen helfen und dann würde ja, ich... Ja, und die Fenster? Da würde ich auch hinblasen an die Fenster. Ja. Fensterbläser. Bald hätten wir nicht einmal mehr sehen, ob es Sonne scheint oder ob es regnet. Ja, da muss man ja, du bist aber, da muss man ja nur das Fenster aufmachen und dann sieht man das Ganze nach. Pumuckl, versprich mir, dass du brav bist. Bleibst schön in der Werkstatt herunten, solange sie oben in der Wohnung putzt. Und wenn sie herunten putzt, dann gehst du rauf. Kriegst auch Schokolade dafür. Aha. Ja. Also herunten, wenn sie droben und droben, wenn sie herunten. Und wo kriege ich dann die Schokoladen? Herunten oder droben? Wo du magst. Herunten und droben. Also dann von mir aus. Und ein Stück Schokolade vorher und ein Stück nachher. Nein. Zuerst muss ich schon sehen, ob du auch wirklich brav bist. Oh, und ich muss zuerst sehen, ob Schokolade auch wirklich süß ist. Na. Sonst bin ich am Ende brav und die Schokolade ist überhaupt nicht süß. Also dann von mir aus. Ein ganz kleines Stückel. Ja, von da, dir. Ja. Da hast du es. Na, was ist jetzt? Die ist so süß, dass ich so brav sein werde. Ausgemacht? Aufgemacht. Noch während der Pumuckl an seinem Stückchen Schokolade schleckte, kam die Frau Singermeier über den Hof. Der kleine Kobold setzte sich wirklich ganz brav auf Meister Eders Hobelbank und hörte der Begrüßung und Vorstellung zu. Also, das freut mich, dass Sie mir alten Jungs sollen aushelfen. Ja. Sie wissen ja, wie das ist. Ein Mannsbild ist keine besonders gute Hausfrau. Und ob ich das weiß, Herr Eder. Also, mein Mann, selig, wenn der übrig geblieben wäre und nicht ich, aus wär's gewesen. So? Sie, der hat den Kehrbesen nicht vom Staubsauger weggekriegt. Nein. Und was ein Fenster ist, das hat er überhaupt nicht gewusst. Ja, Frau. Aber sonst war ein herzensguter Mann. Also, nichts dagegen zu sagen. Aha. Aber was ein Haushalt betrifft. Ja. Also, ich glaube, Frau Singermeier, ich zeige Ihnen zuerst, wo die Sachen sind. Mhm. Und Sie fangen am besten drum in der Wohnung an. Aha. Ja, ich hab schon alles hergekriegt. Auch Zocken und das kleine Zeug zum Rauswaschen. Aha, Sie, was ich noch fragen wollte, ja, Herr Eder. Was außer Ihnen wohnt niemand da. Nein. Also nur wegen den Kompetenzen, wissen Sie. Nein, niemand. Und hoffentlich haben Sie keinen Kanarienvogel. Nein. Wissen Sie, mit Kanarienvögeln habe ich ein solches Pech. Nein. Die kommen mir alle aus. Ja, was ist das? Es ist gerade so, als ob sie bloß drauf warten täten, dass ich das Fenster aufmache. Und ich mach doch so gern Fenster auf. Fenster können Sie bei mir ungehindert aufmachen. Aha, auch sonst haben Sie nichts Besonderes? Gar ich meine was, auf das man besonders aufpassen muss. Nein, ich hab gar nichts Besonderes. Ah, Jäkel, der Schlosser. Ja, grüß dich, Bernbacher. Grüß dich, Franz.
Weil ich gerade vorbeikomme, bringe ich dir das Schloss und die zwei Schlüssel. Was? Ja, warum hast du denn bloß zwei Schlüssel? Ich wollte doch drei Schlüssel dazu haben. Was? Drei? Gell, wer braucht denn drei Schrankschlüssel für ein Schloss? Na, die wollen sie so haben. Vielleicht haben die auch einen solchen Buh-Dackel als wir, du. Ja, was? Haben sie doch einen Dackel, Herr Eder? Ah. Sie haben doch gesagt... Ah, wo? Nix hab ich. Einen Kobold hat er. Nein. Einen Hausgeist, wissen Sie schon? So einen, der überall unsichtbar umeinander hupft. Ah, komm, hör auf, damit du weißt, dass es zu nichts Gutem führt, wenn du darüber redst. Da hat der Herr Eder recht. Über Geister und solche Sachen soll man nie Spaß machen. Ich hab ja gar nicht im Spaß drüber geredet, sondern im Ernst. Aber bitteschön, fragen Sie den Herrn Eder, der kann Ihnen Geschichten erzählen von seinem Zwiedackel. Da sträuben sich Ihnen alle Haare. Also weißt, dass du jetzt damit daherkommen musst, also, das nein, ist nein, doch... Nein, da fürchte ich mich gleich. Also mit übersinnlichen Sachen, da bin ich so empfindlich. Wenn bei mir daheim der Boden kracht, dann meine ich schon, ich hab's mit Gespenstern zu tun. Mein Gott, wenn bei mir mein Mann selig als Geist erschien. Also beruhigen Sie sich, bei mir tut Ihr Mann selig bestimmt nichts. Ja, Ihr Mann nicht, aber der Pud... Ja, jetzt hab ich's. Der Pumuckel. Ich sag Ihnen, so viel Geschirr können Sie gar nicht in die Hand nehmen, als dass der Pumuckel das nicht runterschmeißt. Na. Und Schlüssel finden Sie überhaupt nie. Um Himmels Willen, Herr Eder. Lassen Sie Ihnen nichts weiß machen. Ich versprich, dass Ihnen nichts runterfällt, was Sie nicht selber runterschmeißen. Ich? Herr Eder, also ich schmeiß nie was runter. Dann fällt auch nichts runter. Und jetzt lassen wir das Thema. Schauen Sie nur, Frau Singermeier, schauen Sie, was der Eder für ein Gesicht macht. Der hat ja selber Angst vor seinem Pumuckl. Müssen Sie wissen. Birnbacher, jetzt wird Zeit, dass du gehst. Sonst kann es sein, dass ihn auf die Hetz, mein Pumuckl, Birnbacher. Und dann bist du's, der nichts zum Lachen hat. Hören Sie es? Jetzt gibt es schon zu, dass er einen Kobold hat. Birnbacher, sagen wir lieber, wann kriege ich jetzt den dritten Schlüssel? In einer Stunde. Gut, das ist ein Wort. Also dann, bis später. Servus. Wiedersehen, Franz. Und Ihnen viel Spaß bei der Putzerei. Nein. Und lassen Sie ihn nicht rausbringen, gell? Wenn plötzlich von Geisterhand alles durcheinander fliegt. Oh. In dem Haus ist wirklich was nicht ganz richtig. Jetzt gehst du aber, Birnbacher, gell? Bin ja schon draußen. Also jetzt ist mir direkt doch ein bisschen komisch geworden. Na, gehen Sie zu. Aber jetzt kommen Sie mit mir rauf in die Wohnung. Während die beiden raufgingen, und der Meister Eder die Frau Singermeier in ihre Arbeit einwies, blieb der Pumuckl brav unten in der Werkstatt. Und als der Herr Eder wieder in die Werkstatt herunterkam, saß der kleine Kobold in seiner Schaukel und dichtete. Durch ein Land von Geisterhand fliegt nichts, denn ich krieg Schokoland. Schokolund im Koboldsmund ist besser noch in einer Stund. Ui, 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 ui. Das ist wieder mal ein schönes Gedicht. Das ist ein Bravheits-Schokolade-Bekomme-Gedichtslied. So ist brav, Kugel. Was? Ich hab schon Angst gehabt, dass dich das sadume Gret von Birnbacher zu irgendwas verleiten könnte. Nein, die hat mich nur zu einem sehr schönen Gedichtslied verleitet. So? Es wird heute überhaupt nichts passieren. Nicht mal der Boden wird knarren. Ich kann es nämlich nicht leiden, wenn man mich mit Männern selig verwechselt. Recht hast. Jawohl. Am Schluss wird Frau Singermeier meinen, wir hätten Gespenster da herinnen. Verstehst? Dabei haben wir nur Frau Singermeier herin, die wie ein Poltergeist poltert. Ja, und da hat's vorhin behauptet, dass sie nie was runterschmeißt. Aber wahrscheinlich hat der Topf jetzt eine Delle. Ein Dellentopf, ja. Das ist ein sehr schlauer Gedanke von uns gewesen, dass ich hier herunten bleibe, während die Frau Singermeier dort oben... sich offenbar wie ein Kobold aufführt. Also, weißt du, Türen habe ich noch nie so gewaltig zugeschlagen. Und Töpfe werfe ich nur ganz selten hinunter. Die allerwenigsten Töpfe von deinen Töpfen haben Dellen. Jawohl, wenn sie welche haben, dann in jedem Falle nicht von... Jetzt hat's was erschmissen. Also, die gefällt mir ja. Wenn die so weitermacht, kostet mich das ein Vermögen. Also, Herr Eder, also wissen Sie... Sowas ist mir noch nie passiert, noch nie. Ich ersetze Ihnen natürlich die Schüssel, die ich hinuntergeschmissen habe. Aber sowas, na sowas, es ist gerade wie verhext. Na ja, es kann jeden Mal was passieren. Also wirklich, ich fange schon an das zu glauben, was der Herr Birnbacher vorhin gesagt hat. Es ist, als wenn wirklich ein Kobold im Haus wäre. Na, das gebe ich Ihnen mit Schrift und Siegel, dass das kein Kobold war. Ach. Die Schüssel ist Ihnen schon von selber ausgerutscht. Ach. Wenn er mal so einen Tag der Kuckuck gesehen hat. Naja, ich bin jetzt fertig mit dem Geschirr.
Jetzt wasche ich Ihre Socken raus. Ja, ist gut. Ja, ich hab's Wasser schon einlaufen lassen. Herr Eder, was soll ich mit Ihren Hosen machen? Sollen die nicht alle einmal aufgedämpft werden? Ja. Also wissen Sie, mein Mann, selig, war mit Hosen sehr genau. So? Mit den Biegelfalten, die ich mache, könnte man Brot schneiden. So scharf sind die. Ich werd's dann einmal probieren. Nein, Herr Eder, wenn Sie lachen, dann erinnern Sie mich so an meinen Mann, selig. Der hat so viel Sinn für Humor gehabt. Also, ich fühle mich wie zu Hause bei Ihnen. Ganz gewiss. Ah, das freut mich. Aber seien Sie mir nicht böse, ich muss jetzt weiterarbeiten. Ah ja, ja, ich muss ja auch weitermachen. Sie haben ganz recht. Ins Reden, wenn man kommt, gell, Haus ist mit der Arbeit. Na. Vor allem, wenn man immer an selige Männer denkt und alles fallen lässt und das am liebsten Kobolden in die Schuhe schieben möchte. Kobolden, die so brav sind. Ehrlich, wenn du nicht bei mir herunten gewesen wärst, ich hätte die auch verdächtigt, weil es alle Damen lang gescheppert hat. Eben, da sieht man es ja wieder. Überdeutlich sieht man es, jawohl, wie Kobolde immer und immer verdächtigt werden. Sicher habe ich überhaupt noch nie irgendetwas angestellt. Nein, jetzt hör aber auf. Und du hast immer und immer nur behauptet, dass ich alles... Nein, Pumuckl, das kannst mir nicht einreden. An einigen bist du ganz bestimmt. Aber daran ganz bestimmt nicht. Ist was passiert, Frau Siemermeier? Das ganze Wasser ist mir übergelaufen. Na sowas. Ja, wie ist denn das passiert? Als Socken ist mein Überlaufen gekommen. Und ja, wo ist denn der Putzlappen her, Eder? Unterm Ausguss muss er hängen. Unterm Ausguss? Nein, da ist er nicht. Ja, dann im Bad. Nein, da habe ich schon geschaut, da ist er nicht. Pumuckl, weißt du, wo er ist? Ich meine zufällig. Zufällig hast du mich die ganze Zeit hier ohne Putzlumpen sitzen sehen. Ich kann es leider auch nicht wissen. Mei, das Wasser steht nur so rum. Ach, wenn ich nur den Putzlumpen fände. Also da muss ich jetzt direkt selber schauen. Der Putzlumpen muss doch irgendwo da sein. Also, der Herr Bernbacher hat vollkommen recht. In dem Haus stimmt wirklich was nicht. Das gibt's doch nicht, dass ein Putzlumpen einfach verschwindet. Ah, Jägerl, oh Jägerl, in dem Bad, da sieht's ja sauber aus. Ach, ich verstehe überhaupt nicht, wie er Socken in den Überlauf hat reinkommen können. Das ist doch wirklich wie von Geisterhand. Wirklich, als wenn ein Kobold... Jetzt hören Sie auf damit. Da ist ja der Putzlump mit dem Putzheimer drin, da schauen Sie her. Den hat bestimmt kein Kobold reingetan. Also Mannsbilder sind immer so sachlich. Mein Mann selig war auch so. Drum tät's mich auch gar nicht wundern, wenn er plötzlich als Gespenst auftauchen tät. Zur Strafe. Jetzt hören Sie auf mit dem Unsinn. Ich will nichts mehr hören. Ach, sind Sie mir nicht böse, Herr Eder. Bitteschön. Ich sage so schon nichts mehr, Herr Eder. Der Meister Eder ist in die Werkstatt zurückgegangen, wo der Pumuckl noch immer brav in seiner Schaukel saß. Er hat natürlich gehört, was die Frau Singermeier und der Herr Eder miteinander geredet haben. Und so hat er mit hoheitsvoller Miene gesagt. Es ist wirklich kaum zu glauben, was diese Frau Singermeier alles anstellt. Putzlumpen verstecken, Überlauf verstopfen, Sachen hinunterwerfen. Das kann einem wirklich auf die Nerven gehen. No, jetzt tu nicht gar so. Wenn ich sowas mache, dann ist das was anderes. Dann sind das Koboldsspäße. Ja, aber wenn das die Frau Singermeier macht, dann muss ich mich sehr wundern, jawohl. Schließlich hat sie keinen Klabautermann als Vorfahren. Na, ganz sicher bin ich nicht. Wie bitte? Da bist du nicht ganz sicher. Also, da muss ich euch ja direkt mal vormachen, wie sowas ein echter Nachfahre der Klabautern macht. Pumuckl, ich bitte dich recht schön, mach's uns nicht vor. Mir reicht die Frau Singermeier vollkommen. Die macht es schon so, als wäre sie ein zweiter Pumuckl. Schon meine Nerven, bitte. Und wer schont meine schönen Nerven? Ach. Alle meine 217 Nerven sind schon kaputt gegangen. Jawohl, nur ein einziger ganz kleiner Nerv ist noch heil. Und der... Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt ist mein ganz kleiner Nerv auch noch kaputt. Also das darf ja nicht sein. Also wenn ich nicht sicher wüsst, Pumuckl, dass du da bei mir gesessen vielleicht, bist. Vielleicht hat Frau Singermeier doch einen Klabauter-Vorfahren. Oder vielleicht war ihr seliger Mann ein Klabautermann. Oder... Ah, wo? Schusselig ist. Frau Singermeier, ist was passiert? Herr Eder, bloß der Putzheimer. Oder wir haben einen zweiten Kobold im Haus. Einen unsichtbaren zweiten. Unsinn. Und wenn... Dann jage den so zum Teufel, dass ihm's Hören und Sehen vergeht. Nein,
den wirst du nicht verjagen, weil ich nämlich dann einen Freund habe und weil... Gib dir keine Mühe, Pumuckl. Das ist gleich geklärt. Frau Sinnemeier, ja? Ist was passiert? Der hat mir den kleinen Teil. Wenn man sieht's kaum und der neueste Eimer war's ja auch nicht. Es geht nicht um den Eimer. Ich möchte nur gern wissen, ist er von allein runtergefallen oder sind Sie hinkommen? Ja, also ich weiß nicht genau, wie's zugangen ist. Erinnern Sie sich bitte schön genau. Herr Eder, also Sie machen ja direkt ein Verhör. Das ist ja wie bei der Polizei. Sind Sie hinkommen oder ist der Eimer von ganz allein umgefallen? Natürlich bin ich hinkommen. Drüber gestolpert bin ich halt. Da, den ganzen Strumpf haben wir zerrissen. Der Strumpf ist auch wirklich am Eimer zerrissen und nicht von allein? Von allein passiert doch sowas nicht. Ich wollte mir von Ihnen nur bestätigen lassen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist und dass es nicht irgendwelchen Kobolden in den Schuh geschoben werden kann, weil immer alles... von allein geschickt. Aber Herr Eder, ich hab doch mit dem Kobold bloß Spaß gemacht. Also ich meine, ich glaub schon ein bisschen so an Geister und so, weil man doch nie was Sicheres weiß. Aber an sowas Blöds wie an einen Kobold glaube ich natürlich nicht. Ein Kobold ist nichts Blöds, sondern... Sondern was? Kobold ist was Nettes. So. Und für das, was Sie alles angestellt haben, kann er überhaupt nichts. Also jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Wer von uns glaubt jetzt... Lassen wir's. So, du leicht, Franz. Da bist du ja. Da hast du jetzt deinen dritten Schlüssel. Ich danke dir schön, Bernbacher, das ist ja schnell gegangen. Grüß Gott, Herr Bernbacher. Grüß Gott, na, Frau Singermeier. Was? Haben Sie dem Eder seinen Pumuckl aufgestöbert beim Putzen? Sie mit Ihren Späßen. Hat Ihnen der Herr Eder was erzählt? Ja, das kann er aus dem FF. Da haben wir schon so viel gelacht, gell, Franz? Du? Du hast für heute genug angerichtet mit deinen Sprich. Frau Singermeier fühlt sich schon dauernd vom Kobold verfolgt. Gehen's zu, Herr Eder. Ja? Vor sowas Kindischem werd ich mich verfolgt fühlen. Aber, Frau Singermeier, kindisch. Sieh, wenn der Pumuckl das hört. Jetzt tun's doch nicht so, als ob ich ein Säugling wär. Erzählen's doch Ihre Geschichten im Kindergarten. So bleib bin ich nicht, dass ich noch an Heinzelmännchen, Kobolde und Gartenzwerg glaub. Auch nicht, wenn Sie jetzt alle zwei schwören, dass Ihr Gartenzwerg Pumuckl heißt. So, das war ihm jetzt zu viel. Den Blumentopf hat jetzt wirklich der Pumuckl zerschmissen. Ach, so ein Schmarrn. Mit dem Ellbogen sind Sie selber hinkommen. Nein. Der Herr Eder ist mindestens einen Meter davon entfernt gestanden. Das weiß ich sicher. Naja, dann ist er halt so windschief am äußersten Rand gestanden, so, dass es Übergewicht gekriegt hat. Nein. Der ist ganz richtig da gestanden. So, wollen Sie mich jetzt beide für dumm verkaufen, hä? Ja, aber das war doch jetzt wirklich seltsam. Also, das Spiel mit dem Pumuckl haben Sie und der Herr Eder wahrscheinlich so oft gespielt. Aber jetzt kann passieren, was will. Mich bringt nichts mehr draus. Und wenn Sie es auch noch so drauf anlegen. Das wäre mir eine gewisse Beruhigung. Ja, und jetzt hol ich Schaufel und Besen. Die haben wir jetzt ganz schön auf die Palme gebracht, Franz, gell? Ja. Der alte Scherz mit deinem Pumuckl wirkt doch immer wieder. Bernbacher, red du nicht allweier so. Mir gingen die Scherben halt allmählich auf die Nerven. Da hat denn die Frau Singermeier wirklich so viel geschmissen? Alle zwei, da schmeißen sie mir jetzt meine Sache. Und wenn du so weitermachst, dann verschwindet auch noch alles. Wo hast du denn jetzt den Schlüssel hingelegt? Da her, auf den Tisch. Da ist er aber nicht mehr. Hast denn du eingesteckt? Ich? Ach wo, ich hab doch... Ja, ich weiß doch ganz bestimmt, dass ich ihn da hergelegt hab. Ja, hab ich's nicht gesagt, jetzt geht die Sucherei an. Jetzt setz dich nicht auf, ich such schon. Ja, was suchst du denn, Herr Bernbacher? Ja, den Schlüssel such mir. Das wirst du nicht finden, Bernbacher, da kannst du lang suchen. Ja, du glaubst doch nicht im Ernst, dass der dass der Schlüssel weit weg ist. Ja, was heißt da glauben? Ich weiß, dass ihn der Pumuckl hat. Suchen Sie den Schlüssel? Den habe ich mit dem aufgenommen und ihn zu den anderen Schlüssel gehängt. Damit er da herunten nicht verloren geht. Jetzt weiß ich selber nicht mehr, wer wann was tut. Keine Angst, Herr Eder. Ich weiß es. So, ja, dann ist es ja gut. Sie können mich ja dann immer aufklären. Herr Eder, wir einigen uns. Ich spiele den Spaß mit. Alles, was mir bei Ihnen passiert, war Ihr Pumuckl. Aber ich glaube so wenig dran wie Sie beide. Oh je.
Nun, hoffentlich seid ihr mitgekommen, wer nun wirklich an was schuld war. Wo sich doch zu guter Letzt sogar der Meister Eder nicht mehr ausgekannt hat. Ihm blieb nichts anderes mehr übrig, als den Pumuckl zu fragen, als sie endlich allein waren. Jetzt sag einmal, Pumuckl. Ja, bitte was? Das oben in der Küche hast du ja nicht sein können. Aber der Blumentopf, bin jetzt ich an den selber hinkommen oder warst du das? Naja, also hat man dich mit Heinzelmännchen und Gartenzwergen beleidigt oder mich? Aber Pumuckl, das war doch nicht notwendig, dass du deswegen mir was kaputt schmeißt. Ich kann doch nichts dafür, wenn die Leute so daherreden. Schon, aber die Leute, die so daherreden, haben meistens keine eigenen Blumentöpfe dabei, die ich hinunterwerfen könnte. Ja, hätte nicht ein bisschen Zwicken auch genügt? Nein. Ja, und warum nicht? Weil Zwicken nicht so schön kracht. Und für Wut ist Krachen was sehr, sehr Schönes. Und meine Wut war sehr groß. Ich und ein Gartenzwerg. Aber das kommt davon, wenn man zuerst so ungeheuer brav ist. Gleich wird man mit Heinzelmännchen und Gartenzwergen verwechselt. Dafür hätte man Frau Singermeier leicht mit dem Kobold verwechseln können. Das war heute recht anstrengend, muss ich sagen. Ja, das war es. Diese Frau Singermeier wirft nicht nur alles hinunter, sie versteckt auch noch Schlüssel. Wie zwei Kobolde. Ja. Da ist mir die Frau Eichinger viel lieber. Die tut ihre Arbeit und lässt mich meine Arbeit tun. Deine Arbeit? Ja. Ja, welche denn? Ja, nun, also die Frau Singermeier heute noch obendrein getan hat. Hinunterwerfen und verstecken und so. Hast recht, Pumuckl. Da kenne ich mich wenigstens immer aus, wer was getan hat. Und das beruhigt doch ungeheuer. Es ist ja eine altbekannte Tatsache, dass es auf der Welt nicht nur gute und anständige Menschen gibt, sondern auch böse und äußerst unanständige. Das Schwierige an dieser Tatsache ist, dass man, so rein von außen betrachtet, keineswegs immer die Guten von den Bösen wegkennen kann. Tja, was macht man da? Man kann schließlich nicht jedem Menschen gegenüber misstrauisch sein, aber man darf auch nicht jedem trauen. Eine heikle Sache schon für uns Menschen. Für einen Kobold wie den Pumuckl aber kaum zu durchschauen. Und darum ist auch diese Geschichte passiert. Es war an einem Tag, an dem der Meister Eder morgens in der Wohnung oben saß und beim Zeitungslesen wieder aus dem Kopfschütteln nicht herauskam. Was da alles im Polizeibericht zu lesen war. Na. Also na, keinem Menschen darf's mehr trauen. Da hat doch wieder so ein Lump einen alten Rentner reingelegt und ihm seine ganzen Ersparnisse abgenommen. Na, man soll es nicht glauben, wie schlecht die Menschen sein können. Ja, man sollte es nicht glauben, man sollte sie zwicken und picken und kneifen. Ich weiß nicht, was man sollte, aber zwicken und picken ist noch zu wenig. Wohinein hat denn dieser böse Mensch den armen Rentner gelegt? In eine Schublade? Na, nicht hineingelegt, sondern reingelegt hat er ihn. Also nicht hinein, sondern herein. Ach, geh zu, du weißt doch, was reinlegen heißt. Betrügen über so ein Hahn. Scheißen halt. Was? Und das hat er mit dem armen Rentner gemacht? Freilich. Der Kerl hat sich für den Gasmann ausgegeben und der Rentner hat ihn arglos in die Wohnung gelassen. Und schon ist der andere hin und hat ihm die Brieftasche mit der ganzen Rente gestohlen. Also man darf wirklich keine Menschen in die Wohnung lassen, den man nicht ganz genau kennt. Also du lässt aber oft Menschen in die Werkstatt, die du überhaupt nicht kennst. Ja, das sind Kunden. Die muss ich reinlassen. Eine Werkstatt ist auch ganz was anderes als eine Wohnung. Ich habe ja nie einen Pfennig Geld drunten in der Werkstatt. Ja, aber meine Schaukel ist drunten und mein Bettchen und all die schönen Sachen zum damit spielen. Na, auf die hat sein Gauner nicht abgesehen. Du weißt gar nicht, worauf alles ein Gauner es abgesehen haben kann. Sicher gibt es Geldgauner und Gasgauner und Spielzeuggauner. Nein, die gibt's nicht. Da darfst du beruhigt sein. Ja, da bin ich aber recht unberuhigt. Da kommt schon ein Gauner. Na, geh zu, Pumuckl. Nicht jeder, der klingelt, ist ein Gauner. Nein, bitte, bleib da und geh nicht an die Tür. Ich habe Angst vor bösen Gasmännern. Dir lies ich noch mal was aus der Zeitung vor. Du musst mir sowas vorlesen. Ich bin doch ein Klabauter. Und Klabauters sind große Beschützer. Wenn der Rentner einen Kobold wie mich gehabt hätte... Na, Pumuckl, ich muss jetzt aufmachen. Ja, nein. Morgen, Herr Eder. Strom und Gas ablesen.
Also grad rede ich vom Gasmann, weil heute in der Zeitung steht, dass schon... Da sind Sie jetzt genau der Achte, der mir das erzählt. Na. Es ist ja gut, dass mich die Leute kennen. Oh, das war jetzt gerade, als ob mich jemand gezwickt hätte. Entschuldigen Sie, ich hab nicht... Naja, dass Sie mich nicht gezwickt haben, das weiß ich. Ja, sind so gut und lesen es ganz schnell ab, sonst ist... Au! Was habe ich denn? Was ist denn? Das muss ein Nerv sein. Das ist doch der echte Gasmann, der tut doch nichts. Wie meinen Sie das jetzt, dass ich nichts tue? Verdächtigen Sie mich etwa, dass ich nicht schnell genug arbeite? Ich hab ja bloß Spaß gemacht, nichts für ungut. Und auf Wiedersehen, Herr Gasmann. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Pumuckl, jetzt hast du mir aber fast in Verlegenheit gebracht. Den kenn ich doch. Der Gasmann kommt immer zu uns. Das ist ein durch und durch ehrlicher Mann. Den darfst du doch nicht einfach zwicken. Ja, der hat aber eine so große Nase gehabt. Und alle Leute mit großen Nasen... Berät doch kein solchen Schmarrn. Ob einer ein Gauner ist oder nicht, das hat doch nichts mit der Nase zu tun. Mit was dann? Mit den Augen vielleicht? Nein. Der hat nämlich ganz blaue, fürchterlich blaue Augen. Na, das hat auch nichts damit zu tun. Womit hat es denn dann was zu tun? Also in dem Fall hast ganz sicher sein können, dass das der wirkliche Gasmann war. Er hat seine Dienstmützen aufgehabt und die große Mappen, in die er die Zahlen reinschreibt. Und sein ganzes Auftreten, das kennt man doch auf den ersten Blick, dass das ein städtischer Beamter ist. Okay, Pumuckl, man kennt doch seine Pappenheimer. Und alle städtischen Beamten dürfen in die Wohnung? Na ja, wenn's halt notwendig ist. Und alle städtischen Beamten haben Mützen und Mappen und sind anständig? Freilich. Aber jetzt ja genug, gell, von der Quatscherei. Ich muss runter in die Werkstatt und endlich das Arbeiten anfangen. Der Meister Eder ging also an die Arbeit und am Vormittag geschah gar nichts weiter. Es wurde Mittag und der Meister Eder ging mit dem Pumuckl zum Essen in die Wohnung hinauf. Da klingelte es wieder. Ja, ich komme ja schon. Ich bin schon da. So. Guten Tag, Herr Eder. Ah, Sie wünschen? Entschuldigen Sie, dass ich Sie in Ihrer Mittagszeit störe, aber ich kann beruflich nicht anders. Willhardt ist mein Name. Ja, Herr Willhardt, bitte. Mich schickt ein Freund von Ihnen, der Mechaniker Meister Schmidt. Ich bin ein Kunde von ihm und er meint, Sie wären der richtige Mann, um zum Stil unserer antiken Möbel passende Ergänzungen, zum Beispiel Holzverkleidungen, zu machen. Ja, bitteschön. Kommen Sie nur rein. Bitte. So, bitteschön, da rein. Hier ist mein Wohnzimmer. So, bitte. Ja, ich möchte Ihre Zeit nicht allzu lang in Anspruch nehmen. Ich möchte nur grundsätzlich wissen, ob Sie Zeit haben, um so etwas zu machen. Ja, wenn's nicht gleich sein muss, da kann ich schon machen. Oh, das ist aber sehr lieb von Ihnen. Oh, Sie haben es aber sehr gemütlich hier. Ja, man tut halt, was man kann, gell? Oh, da muss ich aber Obacht geben. Der Mann hat kein bisschen eine Mappe dabei und im Gang an den Zähler ist er auch nicht gegangen, sondern der ist gleich in das Zimmer gegangen. Und im Zimmer, da ist ja alles Geld in der Schublade, jawohl. Was tue ich denn gleich? Ich weiß. Ich setze mich über die Schublade mit dem Geld und wenn der Mann versucht, die Schublade aufzumachen, dann beiße ich ihm in die Finger. Jawohl, beißen mit allen meinen 42 Zähnen. Der Mann hatte Glück, dass er nicht in die Nähe der Schublade kam. Der Pumuckl saß wirklich mit gefletschten Zähnen dort. Aber alles verlief friedlich und der Meister Eder geleitete den Herrn Willhardt wieder zur Wohnung hinaus. Doch als der Meister Eder ins Zimmer zurückkam, überfiel ihn der Pumuckl mit einer regelrechten Strafpredigt. Also nein. Du lässt alle Menschen in die Wohnung, alle. Der Mann hat keine Mappe gehabt und du hast ihn kein bisschen gekannt. Und ich weiß auch gar nicht, ob er einer von deinen Pappenheimern war. Aber er hat immer auf die Pappen, auf die Schublade geschaut. Ja, du wirst noch ein ganz, ganz armer Rentner werden, freilich, ja. Wenn du zu allen Leuten sagst, kommen Sie doch bitte aber da rein. Pumuckl, kommen Sie doch bitte. Ja, Pumuckl, ich habe die Schublade ganz fest zugehalten und ich hätte zugebissen. Jawohl, ich hätte gebissen. Um Himmels Willen, du wirst ja noch zum reinsten Hofhund. Nein, zum Hofhund. Hätte ich dir das bloß nicht erzählt. Jetzt ist die nächste Zeit kein Kunde mehr vor dir sicher. Kunden kommen in die Werkstatt und nicht in die Wohnung. Dieser Kunde ist aber in die Wohnung gekommen. Aber das ist ja ein schöner Kunde. Pumuckl, das hat man doch auf den ersten Blick gekannt,
dass der Herr kein Verbrecher war. Schon sein ganzes Aussehen... Hat kein bisschen anders ausgesehen als alle anderen Menschen. Der hat gehabt, folgende Sachen hat er gehabt. Nase, Augen, ja, Mund, zwei Hände, zwei Füße. Ja, das weiß ich schon. Da kann man überhaupt nichts dran sehen. Das haben die Bösen und die Lieben. Ja, freilich, da hast du schon recht. Aber der Herr Willhardt hat ja gleich den Namen vom guten Bekannten von mir gesagt. Und ist von dem hergeschickt worden. Hat er gesagt? Ja, gesagt. Aber das hat man doch gesehen, dass das gestimmt hat. So, und woran sieht man das? Na ja. Hm? An der Nase, na an ja, den Augen, an den Händen, direkt sehen an den kann man das nicht. Also. Das ist mehr Instinkt. Wie bitte? Was? Also, in was? Instinkt. Das ist, wenn man was für... glaubt er, wenn man für was eine Nase hat, nicht? Ach so, wenn jemand nicht stinkt, dann nein, ist er instinkt. Aber von mir aus, wenn du das so besser verstehst. Und jetzt essen wir was, mir kracht schon der Magen. Komm, Pumuckl. Ja, instinkt. Die beiden haben also zu Mittag gegessen und nach dem Essen legte sich der Meister Eder zu einem Mittagsschläfchen nieder. Der Pumuckl, dem jede Art Mittagsschlaf äußerst langweilig ist, begab sich in die Werkstatt und setzte sich in seine Schaukel. Plötzlich klopfte es an die Tür. Uiuiui, hat's da jetzt nicht geklopft? An die Werkstatttür? Bin ich aber erschrocken. Das kommt, weil heute so viele böse Menschen unterwegs sind, dass es sogar in der Zeitung steht. Hallo? Es ist ja gar kein Mann, es ist ja eine Frau. Gasfrauen gibt's ja überhaupt nicht und Gaunerfrauen auch nicht. Also jedenfalls, davon hat noch nie was in einer Zeitung gestanden. Ist niemand in der Werkstatt? Hallo? Und eine große Mappe? Nein, eine Tasche. Ja, hat sie auch. Das ist sicher eine sehr anständige Tasche. Hallo? Ich habe Ihnen ein Sonderangebot zu machen. Ob ich mal den Türriegel für das Sonderangebot zurückschiebe? Vielleicht will sie uns was schenken aus ihrer großen Tasche. Ich glaube, sie instinkt auch nicht. Die Handwerker tun sich heutzutage leicht. Sperren einfach zu. Hat's ja keiner mehr nötig. Nötig, hat sie gesagt. Ich will doch mal sehen, was nötig ist. Und wer für was nötig ist. Ist doch jemand da? Hallo? Die Tür war doch zuerst zu. Hallo? Ist wer da? Ich komme von der Firma Weißmüller und möchte Sie auf eine neuartige Möbelpolitur aufmerksam machen. Da rührt sich nichts. Aber es wird sicher gleich jemand kommen. Tja, hübsche Sachen haben die hier. Mehr auf Antik eingestellt. Ach, ein hübsches altes Kästchen. Würde mir auch gefallen. Ja, und das, schau her, da liegt ja eine goldene Uhr. Sehr schön. Aber leichtsinnig, sowas herumliegen zu lassen. Sehr leichtsinnig. Könnte ja irgendwer wegnehmen. Irgendwer. Keiner weiß wer. Hier kommen ja wohl viele Kunden herein. Hat mich ja keiner gesehen. War irgendwer. Halt! Die Uhr gehört doch dem Meister Eder! Die darf ich doch nicht einfach wegnehmen! Da muss ich ja gleich hinterher! Jawohl! Die Uhr kriegt sie nicht! Diese Gasfrau! Ja, ihr habt recht gehört. Diese Vertreterin für irgendeine Möbelpolitur hat Meister Eders goldene Uhr gestohlen, weil es eben gerade gut ging. Jetzt ist der Pumuckl aber hinter ihr her. Der Meister Eder kam nach seinem Mittagsschlaf nichts ahnend wieder herunter in die Werkstatt. Es dauerte gar nicht lange, da merkte der Herr Eder, dass seine Uhr weg war. Er rief nach dem Pumuckl, aber der war auch weg. Er ging also in den Hof hinaus und suchte Uhr und Pumuckl. Dabei begegnete ihm die Hausmeisterin. Grüß Gott, Herr Eder.
Suchen Sie was? Ja, meine goldene Uhr ist weg. Oh. Ja, die Tür von meiner Werkstatt war offen. Ja, um Himmels Willen, die hat Ihnen jemand gestohlen. Nein, also das muss nicht sein. Freilich, was denn sonst? Herr Eder, da fällt mir gerade was ein. Ja? Da hat vorher eine Dame hinten an ihrer Werkstatt geklopft und Hallo gerufen. So? Ich hab's zufällig von meinem Fenster aus gesehen. Und dann ist sie in ihre Werkstatt reingegangen. Frau habe ich keine gesehen. Ich war oben und habe Mittagsschlaf gemacht. Rufen Sie die Polizei an. Warten's, wie hat's denn gleich ausgeschaut? Eine Taschen hat's dabei gehabt, ja, und so ein braunes Kapperl auf. Mhm. Und, ja mei, mehr hab ich auch nicht gesehen. Ja, und dann ist schnell weggerannt. Die hat die Uhr bestimmt gestohlen, ganz bestimmt, so eilig, wie es die gehabt hat. Ja, was mach ich denn da? Ja, gleich zur Polizei geh, das ist das Einzige. Ja schon, aber ich schau lieber nur mal ganz genau nach. Vielleicht findet sich die Uhr doch noch irgendwo im Haus. Wissen's, ich verdächtige so ungern jemand. Ich glaube lieber an meine eigene Dummheit als an die Bosheit von den Leuten. Herr Eder, heutzutage dürfen Sie keinem Menschen trauen. Keinem. Das sag ich Ihnen. Ach ja. Der Meister Eder hat wirklich noch einmal ganz gründlich in der Werkstatt und in der Wohnung nach der Uhr gesucht und auch nach dem Pumuckl. Je länger er gesucht hat, desto mehr Sorge macht er sich. Weniger um die Uhr als um den Pumuckl. Kein Zweifel. Die Uhr ist weg und der Pumuckl auch. Aber was mach ich denn nur? Was mach ich denn nur? Ich weiß, was ich wollte. Was ist? Du musst gleich mitkommen. Ich habe die Ecken gezählt. Also, Sie, sieben Ecken und drei Treppen und neben dem gelben Haus. Ja, komm, Gott sei Dank, dass du da bist. Ich bin nicht da, sondern ich bin gleich wieder fort und du musst mitkommen. Da wohnt sie nämlich. Wer? Deine Uhr. Was, nein, Uhr? Deine Frau. Ach, nein, die Uhr, die Frau mitgenommen hat. Sag mal, die Frau, die Uhr mitgenommen hat. Ja, sag mal, wie ist denn das zugegangen? Das ist überhaupt nicht zugegangen, sondern die Tür ist aufgegangen. Ja, und? Und die Frau ist hereingegangen. Ja, und? Und die Uhr ist mitgegangen. Was? Das heißt, die Uhr? Sie hat die Uhr mitgehen lassen. Also zapp, zapp, weg in die Tasche. Was? Und wir müssen ihr jetzt zipzerib nachkommen. Ja, weißt du sicher, dass die meine Uhr hat? Ja, ganz sicher. Ich weiß sogar, wo sie sie hingetan hat. Ja. In eine Schublade, in einem Tisch. In einem Tisch? Und? Ja, und? Komm schnell, sonst vergesse ich die sieben Ecken und die drei Treppen und das gelbe Haus. Ja, seit wann kannst du denn bis sieben zählen? Seit die böse Gasfrau da war. Ach. Jawohl, aber vielleicht sind es auch nur sieben, zehn, acht Ecken. Das ist ja egal, Hallo? Denn ich weiß ja genau, wie sie alle aussehen. Ja, das ist aber eine peinliche Geschichte. Ja, das ist eine sehr peinliche Geschichte. Ich kann doch nicht einfach in der Wohnung von einer wildfremden Frau gehen und sagen, sie haben meine Uhr gestohlen. Die schmeißt mich ja hochkant raus. Aber wahrscheinlich lässt sie mich schon von vornherein gar nicht hinein zu ihr. Die musste ich hineinlassen. Ach. Ah! Weißt du was? Du musst aussehen wie ein amtlicher, städtischer Beamter. Was, musst du aussehen. Wie ein städtischer Beamter. Aber das kann ich du doch nimmst nicht. Eine Gasmannsmappe und eine Gasmannsmütze. Ja, und du sagst, du kommst von ihrem Freund Schmidt und du hast ganz einfach ein Auftreten und einen Instinkt und sowas alles. Und dann muss ich sagen, bitte tröten Sie ein. Also jetzt komm schnell. Irgendwie wird schon gehen. Na, bitte tröten Sie ein. Ist ja solche Unverfrorenheit. Ja. Einfach da reinzugehen und eine goldene Uhr zu stehlen. Ja. Ja, die muss wieder hergeben. So war ich Eder heiß. Und so war ich Pumuckl heiß. Ja. Komm, gehen wir schnell. Sonst ist die Uhr vielleicht nicht mehr in der Tischschublade drin. Ja, was war's denn für ein Tisch? Ein toller Tisch. In der Tisch. Küche oder im Wohnzimmer? In der Küche. In der Küche. Eine ganz fest zu Schublade, weil ich sie aufmachen und die Uhr herausholen wollte. So? Und da war sie zu. Aha, war's zu? Ja, die war viel zu. Also ich konnte überhaupt nichts tun als zwicken eine Suppenschüssel voller Suppe und eine Weinflasche voller Wein und eine Vase voller Blumen. Ja, was also, ist mit war dem? Alles wirklich sehr schön, ja. Habe ich ganz schön alles runtergeworfen. Total um Gottes voll. Willen. Sie muss sich ja 22 Stunden aufwischen. Ja, nicht schlechter. Ja. Also gehen wir. Ja, halt, vergiss die Gasmannsmappe nicht. Nein, ich mach der Frau gar nicht lang was vor. Ich sag gleich, was ich will. Ja, also komm. Na, sowas. Ja. Jetzt gehen wir, nicht? Ja, gehen und die Mütze musst du schön so aufsetzen. Und musst du sagen, Grüß Gott, ich komme für die Gasmannerei. Der Pumuckl hatte sich wirklich alle Ecken ganz genau gemerkt. Und auch das Haus und das Stockwerk wusste er noch. Aber nicht mehr welche Türe. Etwas ratlos stand der Pumuckl vor den Türen und flüsterte. Uiuiuiuiuiui. Und ich habe mir doch so gut gemerkt, dass die Türe braun war und dass sie einen silbernen Türgriff hat. Und ja, und jetzt? Ja, jetzt. Jetzt haben alle drei Türen solche Griffe und braun sind sie auch alle. Ja, weißt du nicht, ob du so zur Treppe gelaufen bist oder ob du daher gelaufen bist. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich zur Treppe gelaufen bin. Ich glaube, ich bin zur Treppe
gehüpft? Ja, aber von links oder von rechts? Von. Weißt du was? Jetzt läuten wir eben an allen drei Türen gleichzeitig. Und wo eine Frau aufmacht mit einem Hut, die ist's. Aber geh, die hat doch ihren Hut inzwischen runtergetan. Jetzt machen wir's so. Ich läute an jeder Tür. Wenn wer aufmacht und sie ist's nicht, dann zupfst mich einmal. Und wenn sie's ist, dann zupfst du oft. Ja, da zupf ich oft, sehr oft, sehr oft. Ja. Zupf ich dann. Aber nicht so oft, dass sie meint, ich habe auf einer Seite einen Schüttelfrost. Also läuten wir. Ja. Pumuckl. Dass du ja meisterstark bist. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen? Entschuldigen Sie, ich hab falsch geläut. Ich suche jemand anderen. So? Wen denn? Ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Eine Dame. Alt oder jung? Ja, das weiß ich auch nicht. Leider. Wie sieht sie denn aus? Das weiß ich auch nicht. Ja, hören Sie mal. Sie können doch niemanden suchen, von dem Sie gar nichts wissen. Dass Sie in diesem Stockwerk wohnt, das weiß ich. So. Ja. Sagen Sie mal, in welcher Eigenschaft kommen Sie eigentlich? Ich bin Schreiner. Ach so, ein Tischler. Ja, ich sollte Maß nehmen. Ja, für einen Tisch? Ja, für einen Tisch. Mhm. Und das bei jemandem, von dem Sie weder den Namen noch die Adresse wissen? Sie, hören Sie mal, das scheint mir aber wirklich verdächtig. Ja, ich gebe ja zu, dass das ein bisschen komisch klingt, aber es ist ja so. Entschuldigen Sie die Störung, ich klinge heute jetzt da. Sie? Da wohnt Frau Risselmeier. Ein alleinstehender Name. Sollte es Ihr Ziel sein, bei dieser Dame unter einem fadenscheinigen Vorwand einzudringen? Sie, da müssen Sie aber mit mir rechnen, hören Sie? Ja, Herrschaftszeiten, sehe ich denn wie ein Verbrecher aus? Glauben Sie mir, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was getan, was Unrecht war. So, das sagt gar nichts. Also, ich klingel jetzt da und gebe Ihnen einen guten Rat. Wenn es die Dame ist, die ich suche, dann machen Sie die Tür ganz dezent zu. Sie bringen die Dame sonst in die allergrößte Verlegenheit. Denn was wir zu bereden haben, das wird die Dame nicht gern an die große Glocken hängen wollen. Sie, Moment mal. Ich denke, Sie wollten Maße für einen Tisch nehmen, oder so? Haben Sie bei mir geklingelt? Ja, und Sie sind's auch. Wie? Kannst du das Zupfen schon wieder aufhören? Sie waren heute in meiner Werkstatt. Stimmt's? Eder ist mein Name. Ich? Bei Ihnen? Ja, Sie. Ich habe Sie nämlich gesehen. Und Hausmeisterin auch. Und jetzt habe ich mit Ihnen was wegen einer Uhr zu bereden. Wegen einer Uhr? Ich denke, wegen einem Tisch. Frau Risselmeier? Wollen Sie, dass ich alles, was es in dieser Angelegenheit zu sagen gibt, vor dem Herrn da sag, oder dass es unter uns bleibt? Mir ist gleich. Ich frage Sie nur. Ja, ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Sie wissen es ganz genau. Ich habe Sie nämlich beobachten lassen. Wenn Sie sich nicht an die Uhr erinnern, dann hole ich die Polizei und lass die mal in die Schubladen von Ihrem Küchentisch schauen. Moment mal, ich glaube, das ist richtig. Tut mir leid, dass ich vor dem Herrn da so deutlich werden muss. Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis, Herr. Wie war doch gleich Ihr Name? Schreinermeister Eder. Ach, ja. Meinen Ausweis habe ich dabei. Ja, Herr Eder, wir wollen das Missverständnis klären. Bitte kommen Sie herein. Ja, also, wenn Sie mich brauchen sollten, Frau Risselmeier, ja. Stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Sehr liebenswürdig, danke schön. Aber ich glaube, es geht alles in Ordnung. So. Auf Wiedersehen, Herr Schandl. Auf Wiedersehen. Ja, also, bitte, Herr Eder, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Sie dürfen mir glauben, das Ganze ist mir mehr als peinlich. Aber ich hab die Hausmeisterin als Zeugin, wissen's? Und Sie sind noch von jemand gesehen worden. Wie ich? Probieren Sie es nicht lange, es zu leugnen. Ja, ich wollte wirklich nur Möbelpolitur verkaufen. Ja, und? Ja, ich weiß auch nicht. Es ist einfach über mich gekommen. Ich kann ja eine goldene Herrenuhr gar nicht brauchen. Ja? Ach, bitte bringen Sie mich nicht ins Gefängnis. Bitte, ich verliere meine Stellung. Und ich bin nicht da, um zu rechnen. Ich will meine Uhr wieder und basta. Das andere machen Sie mit Ihrem Gewissen aus, ohne mich. Aber denken Sie beim nächsten Mal, dass nicht alle Leute so gutmütig sind wie ich. Ja. Also wie kann man nur? Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe mich ja auch nicht. Und Herr Eder, hier, haben Sie Ihre Uhr. Verzeihen Sie mir, bitteschön. Wenn es eine Lehre für Sie war, dann bitteschön. Danke schön. So, und jetzt gehe ich wieder. Sonst kommt Ihr Nachbar und meint ganz wunderbar. Was hast du denn? Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist schon das vierte Mal, dass was herunterfällt, ohne dass ich hinkomme. Ja, verfolgen mich denn schon alle Teufel? Ja, was Sicheres weiß man nie, Frau Risselmeier.
Ich an Ihrer Stelle würde mich schon ein wenig fürchten. Also, dann nichts für ungut und auf Wiedersehen, Frau Rieselmeier. Tja, und dann sind der Meister Eder und sein Pumuckl wieder nach Hause getrottet. Erst als sie zu Hause waren, kam er auf die Idee zu fragen. Sag einmal, Pumuckl, eins ist mir nicht klar. Was? Ich erinnere mich ganz genau, dass ich den Riegel von der Werkstatt dir zugemacht habe. Weil ich mir noch gedacht habe, dass ich den Riegel wieder mal ölen müsste. Hast du die Tür aufgemacht? Ich? Also was, doch du? Hm? Aber wir haben doch noch in der Früh davon gesprochen, dass du niemand aufmachen sollst. Nein, 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 nein. Wir haben davon gesprochen, dass du jedem aufmachst und dass brave Menschen Mappen und Mützen haben. Und von Frauen hast du überhaupt nichts gesagt. Und, ja, schon. Und außerdem was? Hat die Frau noch dazu, dass sie eine Frau war, hat sie auch noch eine Tasche gehabt und fein gerochen und nicht geinstinkt. Und eine Mütze oder Hut, weiß ich nicht genau, also was auf dem Kopf ja, war, hat ja. sie auch noch aufgehabt. Und ein Auftreten hat sie auch gehabt. Und da habe ich eben gedacht... Und da hast du genau das Falsche gedacht. Ja, ja. Wenn es doch so schwer ist, das Richtige zu denken, wenn Leute vor der Türe stehen, die man nicht kennt. Der Mann hat ja auch falsch gedacht, wie er gedacht hat, dass du ein böser Mann bist. Und wie lernt man das eigentlich ganz genau zu wissen, wer böse und wer brav ist? Ja, Pumuckl, das, wenn ihr wisst, man kann in keinen Menschen hineinschauen. Das ist eine alte Weisheit und darum soll man halt vorsichtig sein. Am einfachsten ist's, jedenfalls für dich, wenn's dich überhaupt niemand reinlässt, wenn ich nicht daheim bin. Ja, auch die ganz echten Gasmänner nicht? Niemand. Ja, wenn es aber ein wichtiger Mann ist, also sagen wir mal, also ein König zum Beispiel. Ja, dann muss er eben noch mal kommen, der König. Und zwar dann, wenn ich daheim bin. Einen König, den würde ich aber doch vielleicht an einer Krone erkennen, oder nicht? Ja, auch die kann falsch sein. Ganz abgesehen davon, dass das mit der Art Kopfbedeckung heutzutage so eine Geschichte ist. Und eine Geschichte? Ja. Oh, erzähl, ich höre doch so gern Geschichten. Und die vom Gasmann, die war doch eigentlich sehr spannend. Na, mir reicht's für heute. Ich muss arbeiten, Pumuckl. Oh. Du kannst dich ja in deine Schaukel setzen und dir ein Gedicht auf die ganze Geschichte machen. Dazu brauche ich keine Schaukel. Das fällt mir auch im Stehen ein. So? Ja, pass mal auf. Also schön. Also ein Stehgedicht. Hm? Jawohl. Also gib acht. Hm? Ja. Also. Böse Leut und brave Leut gab's früher schon und gibt's noch heut. Die Braven doch, wie ich und du, lassen alle Türen zu. Oh, oh, das war ein schönes Gedicht mit lauter echten, richtigen Reimen. Du, das musst du auswendig lernen, ja? Ja, das tue ich. Ja. Nun, ich weiß nicht, ob's der Meister Eder auswendig gelernt hat. Ich weiß nur, dass der Pumuckl niemand mehr in die Werkstatt lässt, wenn er allein ist. Und das ist ja wohl das Wichtigste an der Sache.